Spieglein, Spieglein an der Wand, was hast du mir zu sagen? Herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag. Schön, dass du da bist. Geschehen dir auch manchmal Situationen, wo du fragst, warum gerade wieder ich? Warum passiert das immer mir? Was will mir mein Leben damit sagen? Dazu gibt es einen kurzen prägnanten Satz. Dir geschieht nach deinem Glauben. Geist schafft Materie. Oh, wirst du jetzt denken, nicht schon wieder dieses Blablabla. Ja, genau, dieses Blablabla ist ein Gesetz im Universum, und zwar das Gesetz der Resonanz. Gleiches zieht Gleiches an, was du befürchtest, kommt über dich. Spieglein, Spieglein an der Wand, was hast du mir zu sagen? Im Leben wirst du immer nur dich sehen, wohin du auch schaust. Du begegnest dir immer von innen heraus. Das, was du in dir trägst, spiegelt sich im Außen. Auch die verborgenen Anteile in dir, das sind deine Glaubenssätze, deine Prägungen, deine Ängste. Deine Wahrnehmung der Menschen um dich herum spiegelt oft deine Überzeugungen über dich selbst und die Welt wider. Wenn du glaubst, dass die Welt ein unfreundlicher Ort ist, wirst du die Handlungen anderer wahrscheinlich durch eine Brille der Feindseligkeit oder des Misstrauens interpretieren. Wenn du dagegen an die angeborene Güte der Menschen glaubst, wirst du die Handlungen anderer eher als freundlich und wohlmeinend wahrnehmen. Das, was du denkst, manifestiert sich. Frage dich, was ziehst du mit deiner Einstellung an? Das, wovon du überzeugt bist, präsentiert sich in deinem Leben. Und wenn du jammerst, weil du dein Ziel nicht erreichen kannst, dann wird sich das Ziel auch immer weiter von dir wegbewegen. Der Spiegel im Außen reflektiert immer dein Inneres. Gehe raus aus der Opferhaltung. Dein Heilsein ist nicht abhängig von der Aktion des anderen, sondern von deiner Reaktion auf seine Aktion. Darum ganz wichtig, beobachte deine eigene Reaktion auf bestimmte Vorkommnisse. Du lernst dich besser kennen und kannst gewisse Umstände umlenken. Die Situationen in deinem Leben reinigen und heilen sich. Heilung ist ein tiefgreifender Aspekt der Veränderung. Loslassen von vergangenen Verletzungen, Selbstverzeihen und hin zu mehr Selbstliebe und Akzeptanz. Du änderst deinen inneren Dialog von Kritik und Schuldzuweisungen zu Verständnis und Mitgefühl. Das führt dich zu positiven Umständen, gesündere Beziehungen und ein zufriedenes Leben. Die Spiegelung dient zu deiner Selbstfindung. Somit könnte man auch den Entschluss fassen, dass es keinen Schuldigen gibt. Stimmt, denn im Universum existiert keine Schuld, nur das stetige Streben nach Ausgleich und Fortbewegung. Wo es kein Gut oder Schlecht gibt, da kann es auch keine Schuld geben. Nun, das sind wieder kluge Sätze, doch wie gehst du jetzt damit um, wenn dich im Leben etwas plagt? Wende das Spiegelgesetz an. Mache durch die Spiegeltechnik Unbewusstes wieder bewusst. Sei kein Opfer, sondern Schöpfer. Das heißt, wenn man zum Beispiel schwer erkrankt ist, dann würde die Opferhaltung die sein, warum ich? Und die Schöpferhaltung würde sein, da lohnt es sich weiterzuschauen, was möchte mir die Krankheit sagen? Der Körper ist wie der Handschuh deiner Seele. Erkenne deine seelischen Vorgänge in dir und du hast die Antwort für deine Krankheit. Denn Körpersymptome spiegeln deine inneren Konflikte und deine emotionalen Reaktionen in der Auseinandersetzung mit der Krankheit spiegeln dir deine Ängste. Die Spiegelung würde so aussehen. Beschreibe dein Krankheitssymptom. Was ist es für ein Symptom? Wo und an welchem Organ oder welcher Stelle macht es sich bemerkbar? Welche Einschränkungen hast du dadurch?
Die nähere Betrachtung gibt dir die symbolische Deutung und führt dich zum Thema. Zum Beispiel eine Spiegelung von einer unerwünschten Lebenssituation. Schreibe dir die Lebenssituation auf, benenne sie und frage dich, warum du das gerade erlebst. Wenn du an dein Thema denkst, worauf richtet sich deine Aufmerksamkeit? Welche Motivation bestimmt dein Handeln? Was tust du dafür bzw. dagegen? Worauf richtet sich aufgrund dieser Motivation deine Aufmerksamkeit? Welche Folgen hat das? Womit erschaffst du diese Situation? Welche Gedanken und Überzeugungen hast du in Bezug auf dein Thema und warum denkst du so? Wenn du dein Spiegelbild im anderen erkennst, hast du die Möglichkeit, deine eigene Persönlichkeit und dein eigenes Verhalten zu analysieren und besser zu verstehen. Die Spiegeltechnik hilft dir zu mehr Selbsterkenntnis und es bedeutet auch Mut, denn du blickst dir selbst nackt in deine Augen. Du übernimmst Verantwortung für dein Leben. Was auch sehr hilfreich ist, schreibe alle Glaubensmuster zu deinem Thema auf, positive wie auch negative Überzeugungen. Mach das vom Gefühl und nicht vom Kopf heraus, sonst kommen die tiefer sitzenden Überzeugungen nicht ans Licht. Schlafe ein paar Tage drüber und wenn noch etwas auftaucht, dann ergänze diese auf deiner Liste. Die anschließende Überprüfung mit »Warum denke ich so?« hilft dir, die Ursache der Prägung zu erforschen. Wenn du zur Erkenntnis kommst, ist das wunderbar. Auch Tiere spiegeln oft das eigene Verhalten, direkt oder durch das Gegenteil. Es lohnt sich, die Auffälligkeiten deines Haustieres genauer zu betrachten, denn meistens ist darin eine Botschaft für dich verborgen. Spiegeln ist ein mächtiges Werkzeug auf deinem Weg zur Selbsterkenntnis und inneren Frieden. Indem du erkennst, dass Menschen und Lebensereignisse deinen inneren Zustand widerspiegeln, kannst du Erkenntnisse über dich selbst gewinnen, die dir sonst verborgen bleiben würden. Wenn dich das Thema der Spiegelung noch genauer interessiert, es gibt einiges an Büchern, du wirst garantiert fündig. Dein Bewusstsein entscheidet, welche Realität sich in deinem Leben zeigt. Dein Bewusstsein kann über eine Steuerung deiner Gedanken und Gefühle jederzeit eine schönere Realität erschaffen und mit der Kraft der Dankbarkeit alles erhalten. Das ist die Formel für ein schöneres und besseres Leben. Das wünsche ich dir vom Herzen. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.